Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Auf einem historischen Gipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der EU den Brexit-Vertrag mit Großbritannien verabschiedet. Erstmals in ihrer Geschichte bereitet sich die EU damit auf den Austritt eines Mitglieds vor. Noch ist allerdings offen, ob das Vertragswerk im Dezember auch eine Mehrheit im britischen Parlament findet. Die Opposition und Abgeordnete aus den eigenen Reihen kritisieren das Verhandlungsergebnis von Premierministerin May scharf. Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen im Austrittsvertrag. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen. Bis Ende 2020 gilt eine Übergangsphase. Das Land bleibt im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion, hält sich so lange weiter an die EU-Regeln, bezahlt auch, darf aber nicht mehr mit abstimmen. Während dieser Übergangsphase werden die künftigen Beziehungen erarbeitet. Wenn sich EU und Großbritannien bis Ende 2020 nicht einigen können, kann die Übergangsphase um weitere 2 Jahre verlängert werden. Gibt es bis zum Ende der Übergangsphase keine Einigung, soll eine Notfallregelung, der sogenannte Backstop, verhindern, dass es eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zum Vereinigten Königreich zählenden Nordirland gibt. Würde es wieder Zollposten und Grenzkontrollen geben, befürchten viele ein Wiederaufflammen des Bürgerkrieges. Der Vertrag sichert zu, dass die mehr als 3 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und 1 Million Briten in der EU auch nach der Übergangsphase weiterleben können wie bisher. Wer nach dem Brexit aber in Großbritannien studieren oder arbeiten will, muss sich voraussichtlich um ein Visum bewerben. Reisende sollen bei Besuchen bis 90 Tagen keine Visa benötigen. Der Stein des Anstoßes, das britische Territorium Gibraltar, auf das Spanien Anspruch erhebt, wurde in letzter Minute umschifft. Genauere Festlegungen sollen folgen, ebenso bei der Fischerei. Ob Länder wie Frankreich, Portugal und Spanien weiter in britischen Gewässern fischen dürfen, bleibt offen. Sie wurde oft belächelt, manchmal gar gedemütigt, doch nun ist Theresa May die letzte Hoffnung der EU. Sie muss die Briten überzeugen, dem Scheidungsvertrag zuzustimmen. Selbst die Kanzlerin zollte May heute Respekt und gab zu erkennen, anstrengend waren die letzten Monate und ermüdend. Es ist tragisch, dass Großbritannien die EU nach 45 Jahren verlässt. Aber wir haben das Votum der britischen Bevölkerung natürlich zu respektieren. Die Austrittsbedingungen der EU allerdings sind schmerzhaft für Großbritannien. Freude darüber zeigte heute in Brüssel niemand. Europa ist zerbrechlich, das zeigt uns der Brexit. Wir müssen es verteidigen gegen die, die vergessen, dass es Frieden, Wohlstand und Sicherheit garantiert. Doch die geordnete Trennung ist auch nach dem heutigen Gipfel noch nicht sicher. Zunächst muss es May gelingen, ihr Parlament von dem Deal zu überzeugen. Neue Verhandlungen soll es aus Sicht der EU nicht geben, eine klare Warnung an London. Wer glaubt, dass man mit einer Ablehnung des Vertrages noch mehr rausholen könnte, wird enttäuscht werden, sofort nachdem er mit Nein gestimmt hat. Sie sind schon jetzt enttäuscht. Vor dem Gipfelgebäude wurde heute demonstriert für ein zweites Referendum. Ich finde, es sollte kein zweites Referendum geben. Wir haben das Volk abstimmen lassen, es hat sich für den Austritt entschieden und das sollten wir jetzt machen. Ob das gelingt, der EU bleibt nur Daumen drücken für Theresa May in London. Der heutige Tag ist ein historischer Einschnitt für die EU. Nimmt man die Wirtschaftskraft zum Maßstab, dann ist der Abschied Großbritanniens so, als würden die 18 kleinsten EU-Mitglieder gleichzeitig austreten. Und die Geschichte ist noch nicht vorbei. Fällt der Brexit-Vertrag jetzt in London durch, droht nicht nur eine schmerzhafte Scheidung, sondern womöglich eine chaotische. In der syrischen Stadt Aleppo hat es offenbar einen Giftgasangriff gegeben. Die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland werfen den Rebellen vor, Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Nach dem Einschlag von Granaten gestern wurden laut staatlichen syrischen Medien in Aleppo mehr als 100 Menschen mit Vergiftungen in Krankenhäusern behandelt. Vertreter der Rebellen wiesen die Anschuldigungen zurück. Sie ringen um Luft, werden mit Sauerstoff versorgt, viele Frauen und Kinder. Angeblich Opfer eines Giftgasangriffs. Das zumindest sollen diese Bilder des syrischen Staatsfernsehens zeigen.
Mehrere verwundete Zivilisten wurden hier eingeliefert. Sie rochen ungewöhnlich. Sie seien in mehreren Kliniken von Aleppo behandelt worden, bestätigt die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zudem habe es Gasgeruch in der Stadt gegeben. Als ich nach der Arbeit in unsere Gegend zurückfuhr, merkte ich plötzlich, dass meine Augen zu tränen begannen. Meine Nase lief, ich spürte einen ekelhaften Geruch, konnte ihn aber nicht identifizieren. Ich hörte plötzlich einen Einschlag, merkte diesen Geruch, hatte Atemnot und fühlte mich wie benebelt. Drei Stadtteile Aleppos seien getroffen worden, meldet Syriens Regierung und macht Aufständische in der Region Idlib dafür verantwortlich. Russische Kampfjets bombardierten heute mehrere ihrer Stellungen. Der Sprecher eines Rebellenbündnisses dagegen weist die Vorwürfe als frei erfunden zurück. Die Regierung wolle damit die Waffenruhe in Idlib untergraben. Die Zeichen stehen auf Eskalation. Beide Seiten beschuldigen sich, die Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland vom September gebrochen zu haben. Damit sollte eine blutige Schlacht um die letzte Rebellenhochburg Syriens vermieden werden. Nun scheint sie, wenige Tage vor neuen Syriengesprächen, wieder möglich. In Deutschland leiden immer mehr Menschen an den Folgen minderwertiger Implantate. Die Zahl der nachgewiesenen Probleme mit Medizinprodukten war im vergangenen Jahr so hoch wie nie zuvor. Zudem ist von einer großen Dunkelziffer auszugehen. Das zeigen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung im Rahmen eines Projekts des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten. Demnach werden Medizinprodukte häufig nicht hinreichend erprobt und kontrolliert. Eine OP am Rückenmark. Eine kaputte Prothese muss entfernt werden. Eigentlich sollte das Plastikimplantat bei einem Bandscheibenvorfall helfen, doch es ist gesplittert, wurde zuvor nicht ausreichend in Studien getestet. Desaster. Ganz klares Desaster. Sowas darf mit einem Implantat nicht passieren. Die Zahl der Gesundheitsschäden durch Medizinprodukte wie Prothesen oder Herzschrittmacher war vergangenes Jahr so hoch wie nie zuvor. Die Zahl der Verdachtsfälle hat sich in 10 Jahren verdreifacht auf 14.000. Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ wird aber nur ein Bruchteil der Vorfälle an die zuständige Bundesbehörde gemeldet. Die Dunkelziffer ist hoch. Beispiel: Brustimplantate. Im vergangenen Jahr mussten mehr als 3000 Implantate wegen Problemen wieder entfernt werden. Gemeldet wurden aber nur 141 Fälle. Für den Marktzugang eines Medizinprodukts können Hersteller europaweit eine von rund 50 meist privaten Prüfstellen wählen. Sie zahlen für die Zertifizierung und erhalten nach der Prüfung ein CE-Siegel. Die Recherchen zeigen, klinische Studien fehlen meist. Meine Hauptkritikpunkte sind, dass wir bei den Medizinprodukten uns darauf verlassen, dass sie schon irgendwie gut sein werden. Und das ist nicht der Fall. Wir haben mehrere Beispiele, wo solche Medizinprodukte erheblichen Schaden einrichten. Und man müsste sie genauso untersuchen wie auch Medikamente. Trotz Kritik halten die EU-Länder auch in einem neuen Gesetz an dem Prüfverfahren fest. Woran der Anstieg an Schäden durch Medizinprodukte genau liegt, kann auch das Bundesgesundheitsministerium nicht erklären, da wichtige Daten nicht vorliegen. Aber das private Prüfsystem habe sich bewährt, heißt es auf Anfrage. Im Wettstreit um den CDU-Vorsitz werden die Auseinandersetzungen schärfer. Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer griff ihren Mitbewerber Merz persönlich an. Wegen dessen Äußerung, die CDU habe den Aufstieg der AfD achselzuckend hingenommen. Dies sei ein Schlag ins Gesicht für alle in der CDU, die seit Jahren gegen die AfD kämpften, sagte Kramp-Karrenbauer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen will offenbar die Bundeswehr weiter aufstocken. Im Jahr 2025 solle es 203.000 Soldaten geben, berichtet die Bild am Sonntag. Das wären 5.000 mehr als bislang geplant. Das Ministerium hat die Zahlen noch nicht offiziell bestätigt. Die Truppe werde aber künftig mehr Soldaten brauchen. Übungen eines deutschen Gefechtsverbandes für die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Es sind Aufgaben wie diese, die künftig mehr Personal erfordern. Aus Regierungskreisen heißt es nun, die Zahl der Soldaten solle nochmals um 5.000 aufgestockt werden, von derzeit 183.000 auf 203.000 im Jahr 2025. Diese seien nötig, erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der Union. Die sicherheitspolitische Lage ist schwieriger geworden. Wir müssen die Bündnis- und Landesverteidigung wesentlich stärken. Neue Aufgaben wie Cyberabwehr, Reservekonzept oder auch die europäische Zusammenarbeit erfordern,
dass dies auch mit Personal abgebildet wird. IT-Zentrum der Bundeswehr in Euskirchen. Auch hier werde künftig mehr Personal gebraucht. Allerdings ist der Fachkräftemangel auch bei der Bundeswehr angekommen. Die Bundeswehr geht in gewissen Bereichen auf dem Zahnfleisch. Das ist auch mit Blick auf das Material, auf die Ausrüstung, aber eben auch mit Blick auf das Personal zu sehen. Es gibt einen großen demografischen Wandel auch innerhalb der Bundeswehr. Und dem muss sich die Ministerin stellen, anstatt jetzt neue Planzahlen zu verkünden, die einfach in der Realität überhaupt gar nicht einzuhalten sind. Nach jahrelangem Schrumpfkurs hat die Bundeswehr in 2016 ihre sogenannte Trendwende-Personal eingeleitet. Seitdem steigt die Zahl der Planstellen jährlich. Allerdings gilt gerade im Hightech-Bereich, die Bundeswehr hat es schwer, geeigneten Nachwuchs zu finden. Gerade besonders qualifizierte Bewerber werden auch durch teils veraltetes Material abgeschreckt. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, bleibt für 4 weitere Jahre im Amt. In Frankfurt wurde er heute einstimmig wiedergewählt. Schuster sagte nach der Wahl, der Zentralrat werde sich weiterhin für eine sichere jüdische Zukunft in Deutschland einsetzen und seine Stimme gegen bedenkliche gesellschaftliche Entwicklungen erheben. Der 64-Jährige steht seit 2014 an der Spitze der Organisation. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach den 2. Tabellenplatz gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Hecking besiegte Hannover mit 4:1. Zuvor trennten sich Freiburg und Bremen unentschieden 1:1. So sieht Erleichterung aus. Bremens Coach Florian Kohfeldt und die Freude über einen Punktgewinn in letzter Sekunde. Gegen Ende einer ausgeglichenen ersten Hälfte geriet sein Team in Weiß nach einem von Moisander verursachten Handelfmeter in Rückstand. Freiburgs Führung durch Luca Waldschmidt in der 42. Minute. In der zweiten Hälfte Bremen lange ohne Durchschlagskraft gegen zweikampfstärkere und aktivere Freiburger. Der Sportclub hatte die besseren Chancen, verschenkte aber in der Schlussphase leichtfertig die Entscheidung. Lukas Höhler scheiterte erst an Bremens Keeper Pavlenka und kurz darauf in der 88. Minute mit noch mehr Platz und Zeit am Pfosten. So kam in der Nachspielzeit eines packenden Bundesligaspiels Bremen noch zum glücklichen Ausgleich. Nach einer Ecke von Kruse belohnte Außenverteidiger Augustinsson Werders Kampfgeist mit dem späten 1:1. Werder Bremen feierte so den ersten Punktgewinn nach zuvor 3 Niederlagen in Serie. Die Tabelle: Dortmund auf Platz 1 vor Mönchengladbach, Frankfurt und Leipzig. München ist 5. vor Hoffenheim und Bremen. Die zweite Hälfte beginnt mit Mainz vor Freiburg und Leverkusen. Augsburg und Schalke sind punktgleich. In der Abstiegszone Hannover vor Düsseldorf und Schlusslicht Stuttgart. Lewis Hamilton gewinnt auch das letzte Formel-1-Rennen dieser Saison vor Sebastian Vettel und Max Verstappen. Noch in der ersten Runde dieser Unfall von Nico Hülkenberg. Obwohl sich sein Bolide überschlägt und kurzzeitig Feuer fängt, kommt Hülkenberg letztendlich mit dem Schrecken davon. Verstappen ist auch in diesem Rennen der aggressivste Fahrer. Sebastian Vettel schafft es in der Schlussphase eines überwiegend ereignisarmen Rennens auf den 2. Platz. Der Weltmeister fährt fehlerfrei und setzt eine aggressive Reifenstrategie perfekt um. Deswegen gewinnt Lewis Hamilton seinen 73. Formel 1 Grand Prix. Es ist der 11. Sieg in einer Saison mit 21 Rennen. Deutscher Weltcupsieg im Mannschaftswettbewerb der nordischen Kombinierer im finnischen Kuusamo. In der Besetzung Fabian Riesle, Vinzenz Geiger, Erik Frenzel und Johannes Rützek belegte die deutsche Mannschaft nach dem Springen Platz 2, 1:05 hinter Japan. Nach der ersten 5-Kilometer-Runde übergab Erik Frenzel mit nur noch 7,1 Sekunden Rückstand auf Fabian Riesle, der wenig später die Führung übernahm. Nach Rützek machte Schlussläufer Vinzenz Geiger den Sieg perfekt vor Japan und Norwegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 26. November. Ein Mittelmeertief bringt dem Süden Regen und Schnee. Der Norden profitiert von einem Hoch, das vorübergehend kältere Luft heranlenkt. Und dort klart es heute Nacht zum Teil auf, sonst Wolken verhangen. Vor allem im Westen ein paar Tropfen. Später kommt südlich der Donau neuer Regen auf. Morgen im Norden zeitweise Sonnenschein, sonst meist bedeckt. In der Mitte fällt nur örtlich, im Süden verbreitet Regen. Später oberhalb von 300 bis 600 Metern auch Schnee. Heute Nacht 5 Grad an Rhein und Main bis minus 3 Grad in Vorpommern. Morgen 1 Grad am Alpenrand bis 7 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Am Dienstag in der Südhälfte meist bedeckt und an den Alpen etwas Schnee, sonst freundlicher. Am Mittwoch von Westen Regen und auffrischender Wind. Am Donnerstag unbeständig, im Nordosten noch gefrierender Regen, während es von Südwesten milder wird.
Pina Atalay meldet sich um 22.45 Uhr mit diesen Tagesthemen. Keine Feierlaune nach dem Brexit-Abkommen. Wie es jetzt in Großbritannien weitergeht. Und riskante Implantate. Das Geschäft mit der Gesundheit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.